Hallo, mein Name ist Sandra Schumacher. Ich freue mich, dass du bei dem Video hier dabei bist. Es geht darum, was macht eine Schulleiterin, einen Schulleiter aus? Ich war selbst lange Schulleiterin einer privaten Montessori-Schule, bin Sonderpädagogin und Montessori-Lehrerin und unterstütze jetzt Schulleiter in ihre Kraft zu kommen und ihren Job gut und authentisch zu schaffen. Schulleiterin zu sein bedeutet Mut zu haben, Verantwortung zu übernehmen, meine eigenen Grenzen zu kennen und immer wieder auch bereit zu sein, über sie hinwegzugehen. Denn ich bin sozial-emotionaler Katalysator, ich bin Leuchtturm, ich bin die Insel, an die angedockt wird, wenn es schwierig wird. Und ich bin diejenige, die vorausgeht und sich immer wieder umblickt und guckt, kommt mein Team, ist mein Team auch da? Und sich immer wieder auch mitten unter das Team mischt, um zu gucken und zu schauen, was brauchen wir jetzt? Was ist unser wirklich wichtiger nächster Schritt? Die Aufgabe braucht Menschen, die sich selbst gut reflektieren und empathisch sind, die gefühlvoll sind, aber auch klar und zielbewusst, die fordernd sind, sich selbst gegenüber, aber auch den Pädagogen, den Kindern und den Jugendlichen, auf eine Art, die dranbleibt, die nicht auf Biegen und Brechen was durchdrückt, sondern die eine Idee hat, eine Vorstellung, eine klare Richtung, aber diese auf eine Art und Weise weitergibt, die eine Richtung vorgibt, die Zuspruch gibt und die auch das einbezieht, was jeder einzelne Mensch außerhalb ihrer selbst in die Schule einbringt. Dann ist es möglich, ein Umfeld zu schaffen, eine Schule zu schaffen, der junge Menschen sich wirklich entwickeln können, sich selbst als Individuen entwickeln können, wissen, was sie gut können, stark werden können und sich in der Gemeinschaft wertvoll und funktionierend, positiv erleben zu können. Funktionieren ist so ein doofes Wort, also positiv erleben zu können. Und damit ist echte Identifikation möglich. Und die ist für mich die Voraussetzung, um stark durchs Leben zu gehen. Danke fürs Zuhören. Und danke an jeden einzelnen Schulleiter, der tagtäglich diese Sache stemmt. Ganz lieben Dank an dich. Tschüss.